Dokument hilfst vor fremden oder unwissenden Leuten. Und das macht ihr indem, also es gibt zwei Dinge, erstens mal den Blattschutz, verbergen und so, das werden wir gleich haben. Also das ist das Dokument, was wir im letzten Video erstellt haben, mit diesem Dropdown-Feld an hier. Und ich würde jetzt gerne das Blatt so schützen, dass nicht überschrieben werden kann, diese ganze Familie hier bleiben und dass diese Arbeiterliste nur ich bearbeiten kann, also beziehungsweise die anderen gar nicht sehen. Dazu, wir fangen mit dem an, dass man dieses Tabellenblatt hier gar nicht sehen kann. Dazu klicke ich einfach hier unten hin. Hier habe ich schon verschiedene Möglichkeiten: Löschen, Umbenennen, Verschieben, Kopieren, Code anzeigen, Blatt schützen. Aber ich will jetzt nicht das Blatt schützen, sondern das Blatt ausblenden. So, jetzt ist es weg. Jetzt kann man hier auch nicht mehr irgendwo hinklicken, dass man dorthin kommt. Man muss auf ein anderes Tabellenblatt rechts klicken und dann wieder auf Einblenden klicken. Dann sieht man hier alle Blätter, die hier momentan ausgeblendet sind. Kann dann wieder mit einem Doppelklick oder einem Klick auf OK dann wieder einblenden. Also alles ganz leicht. Jetzt kommen wir aber zu etwas Interessanterem, nämlich zum Blattschutz. Das ist hier bei hier. Vielleicht direkt hier. Das ist Arbeitsmappe schützen. Wenn ich da drauf klicke und dann auf OK, dann ist, sollte eigentlich die Arbeitsmappe geschützt sein. Okay. Ist dann wohl nicht. Also, dann gehe ich im Passwort 123. 123. So. Schutz übernimmt er nicht. Passt auf. Dieses Passwort müsst ihr euch unbedingt merken, weil sonst die ganze Datei weg ist. So, aber die interessante Sache ist ja dieses Blattschutz. Wenn ich da drauf klicke, kriege ich da mal, wenn ich fast erschlagen vor lauter Einstellungen, die ich hier anklicken kann. Aber ich lasse das Standard mal. Und ihr müsst hier kein Passwort angeben. Sehr wichtig, ihr müsst es nicht. Die meisten Leute denken immer, wenn der Blattschutz aufploppt, ich muss ein Passwort eingeben, aber das ist nur so eine Warnung quasi, dass ihr theoretisch ein Passwort vergeben könnt. Also ich klicke hier mal auf OK und wenn ich jetzt was eingebe, wird mir halt eben gesagt, ja, gesperrt, du kannst nichts machen. Ich kann auch meinen Dropdown nichts mehr machen. Ja, eigentlich schon mal das, was ich haben wollte. Aber ich wollte es jetzt nicht so, ich wollte nur, dass man diese Felder hier ausfüllen kann. Wie mache ich denn das jetzt wieder? Also, ich gehe hier, ich markiere die mal. Hebe meinen Blattschutz wieder auf, gehe hier dann auf Bearbeiten vom Bereich zu lassen. Gehe hier dann auf Neu, kann den Titel dann Einträge Mitarbeiter, wähle das Ganze hier dann aus, theoretisch, habe ich ja schon, und speichere das ab. Ich muss auch hier wieder kein Passwort angeben, wenn ich das nicht möchte, beziehungsweise wenn ich merke. So. Übernehmen. Dann sehe ich hier schon einzelne Mitarbeiter, kann ich auch wieder bearbeiten und klicke dann hier, muss ich immer auf Übernehmen und dann auf OK. So, was ich meistens dann noch mache, wenn ich weiß, dass ich das Blatt schützen möchte, gehe ich hin und markiere mir die Felder G, dass mir die ins Auge stoßen. So, und jetzt gehe ich hier wieder auf Ansicht, auf Prüfen und gehe auf Blatt schützen. So, was passiert jetzt? Wenn ich hier draußen irgendwo hinklicke, ist alles geschützt. Ich kann nichts kaputt machen. Ich kann auch keine Formeln überschreiben. Aber trotzdem, wenn ich jetzt Mitarbeiter eine ID gebe, ist trotzdem noch alles da. Und ich kann es auch ausfüllen. Seht ihr auch, ich kann alles wie am Anfang alles eintippen. So, ich kann auch hier keine Formeln überschreiben oder irgendwas ergänzen. Dazu muss ich wieder aufheben. Jetzt kann ich wieder was einschreiben. Wenn ich das Ganze wieder gemacht habe, fertig bin damit, dann schütze ich das Ganze wieder und dann kann auch kein anderer mehr was überschreiben. Eine sehr praktische Funktion, wenn man Angst hat, dass Formeln
überschrieben werden. Was vielleicht auch noch sehr interessant ist, wenn sich Leute nicht auskennen, dieser Blattschutz markiert diese Felder vielleicht gern, damit sie wissen, wo sie was eintragen müssen, dass sie nichts kaputt machen. Und ja, Blattschützen hier oben immer. Und nicht vergessen, wenn ihr was ausblendet, keine Panik, hier wieder einblenden. Einfach hier draufklicken und wieder einblenden. Alles wieder da. Das sind so meine Highlights, wenn ich so was es mit Leuten zu tun habe, die Excel jetzt nicht gelernt haben, beziehungsweise sich nicht gut auskennen. Dann blende ich das aus. Ist ja überhaupt keine Beleidigung gegen den anderen. Es ist eher so ein Schutz. Er kennt sich dann aus oder fragt nochmal nach und ich muss nicht irgendwelche Formeln nochmal tausendmal schreiben. Ja, diese Zahlen, ihr findet das unter Überprüfen, hier Schützen, aber jetzt macht man nicht mehr Zahlen. Ja, das ist alles hier drin. Ihr könnt euch die ganze Arbeitsmappe schützen, aber muss ich über Blattschutz auch. Macht jetzt irgendwie keinen Unterschied. Was vielleicht noch wichtig ist, dass wenn ihr ein Dokument schützt, also hier zum Beispiel der Schichtplan hier ist geschützt. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Tabellenblätter mitgeschützt sind. Das heißt, ihr müsst die extra schützen und hier nochmal oben auf Blattschutz klicken und dann hier auf OK. Und ja, wie zuvor schon gesagt, ihr könnt hier Zeilen einfügen, könnt ihr alles aktivieren, dann können die Personen das auch mit Blattschutz machen. Dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich hoffe, ich kann dir helfen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.